Ein wahnsinniges Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie das ist, jetzt mal wieder auf einer Bühne zu stehen und Menschen zu sehen. Hallo und herzlich willkommen allerseits zum ersten Anlass, zum ersten realen, zum ersten echten, fassbaren, nicht digitalen Anlass von Soil to Soul, dem Symposium für Future Food und Health. Heute geht es genau um diese drei Themen. Es geht nämlich um den Food Report, es geht um Zukunftsforschung, es geht um Themen, die nicht nur die Gastronomie, die ganze Serviceindustrie eigentlich voranbringen. Es geht darum, dass die relevanteste Trendforscherin im Bereich hier ist. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, sie ist Gesundheitspsychologin. Seit 2014 publiziert sie jährlich diesen Food Report im Zukunftsinstitut, der in Fachkreisen schon wie eine Bibel gelesen wird und behandelt wird. Mein Name ist Andrin Willi, ich bin der Programmleiter von Soil to Soul und ich begrüße Sie, ich begrüße herzlich natürlich das Future Food Studio, das repräsentiert wird von Hanni Rützler. Ich begrüße Sie alle hier, auch im Namen des Gründers von Soil to Soul, von Thomas Sterchi, der ebenfalls hier ist, hier hinten. Wir sind dankbar, wir sind sehr dankbar, dass wir heute hier sein dürfen, im Papiersaal. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch dafür bedanke ich mich herzlich, genau wie bei allen unseren Sponsoren, die das überhaupt ermöglicht haben und dem Hotel Storchen, das unser Beherbergungspartner ist von Soil to Soul. Und worüber sich natürlich vor allen Dingen unsere Gäste freuen, unsere Gäste, die wahrscheinlich dann im Symposium auch wieder hier sein werden, das im September stattfindet. Ein kleines Detail, ich werde nicht zu lang versprochen, aber ein kleines Detail sollte ich an dieser Stelle noch loswerden. Unsere Gesundheit zuliebe wurde ich im Namen des Bundesrates gebeten, Ihnen noch die folgenden Worte zu sagen. Obschon es sich hierbei um die Präsentation eines Food Reportes handelt, ist der Genuss während der Präsentation untersagt. Und wie wir ja alle wissen, bedeutet das, weil wir eben nicht essen dürfen und nicht trinken dürfen, dass wir die Maske anbehalten müssen. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer kurze Rede, tiefer Sinn. Hanni, herzlich willkommen im Papiersaal. Wir sind sehr gespannt. Schön, dass du nach Zürich gekommen bist. Stage is yours. Vielen, vielen Dank, Hanni Rützler, für die Ausführungen und natürlich enorm inspirierend für mich und spannend zu sehen auch, wie sich gewisse Dinge, die sich bereits so ein bisschen seit einiger Zeit auch angebahnt haben, einfach jetzt weiterführen und andere sich auflösen. Das fand ich extrem spannend. Plant-based zum Beispiel ist sowas. Aber ja, ich denke auch diese technische Konnektivität finde ich extrem spannend. Also gut, ich hab noch viele Fragen, Sie haben es gemerkt, aber ich möchte mich jetzt hier nicht vordrängen. Ich glaube, alle, die hier sind, haben viele Fragen. Man sieht es schlecht, aber ich würde am liebsten mal einfach den Rahmen öffnen und das Direkte, was jetzt dringend nach dieser fantastischen Präsentation gefragt werden muss, erfragen bei euch. Nicht alle gleichzeitig, glaube ich, oder? Gibt es keine? Ja. Wie sieht es denn aus, zum Beispiel in 10, 15 Jahren? Werden wir zurückschauen und sagen, ach, damals, Corona, weißt du noch? Oder wird es auch in 10, 15 Jahren noch etwas geben, was wir mitnehmen aus dieser Zeit? Ich habe keine Glaskugel, ich mache keine Prognosen. Ja, ich beschreibe den Wandel und versuche zu zeigen, wie Trends entstehen, was sie antreibt und diese Dynamik. Ja, die sind ja nicht statisch, die sind in Bewegung. Niemand hat Corona gesehen. In 10 Jahren, also ich glaube schon, dass es für vor allem jüngere Teile der Gesellschaft wirklich ein großer Schock war. Wir können noch gar nicht abschätzen, was das heißt, diese soziale Isolation, die wir da erlebt haben. Ich finde es für Kinder und Jugendliche eigentlich am schlimmsten. Ich habe es zum Teil ja fast genossen. Ich traue mich ja kaum sagen, aber so eine Entschleunigung. Also ich habe für mich gespürt, was ist wichtig und was nicht.
und möchte da einiges mitnehmen. Ja. Und ich glaube, das trifft, das hat mit dem Alter zu tun, das hat mit der Lebenssituation mit vielen zu tun. Also ich glaube, das ist schon wirklich so ein Einschnitt gewesen, weil über ein Jahr lang unter so anderen Bedingungen zu leben, das kann man nicht so schnell abschütteln. Das hat uns verändert. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Leben wieder an Tempo gewinnt und dass manches wieder zurückspringt. Aber wir sind andere. Wie wir in 10 Jahren drauf schauen, hängt davon ab, was in den nächsten Jahren passiert. Wie das Klima sich entwickeln wird. Wie stark Dürre oder Starkregen oder Muren. Ja, da ist viel möglich. Soziale Unruhen. Es ist einfach, es gibt viele Fragezeichen und ich glaube, es ist unberechenbarer geworden. Und deswegen ist Resilienz so ein Thema. Und es könnte sein, wir können jetzt verschiedene Szenarien, aber ich denke mal, für mich war das so eine Zeit, wo man sagen kann, okay, was will ich eigentlich wirklich? Was ist mir wichtig? Und ich glaube, das zu leben und dem mehr Fokus zu geben, dann könnte das wirklich eine Chance sein, dass wir auch als Esskultur, sage ich jetzt mal, hier stabiler rauskommen. Ja? Und uns dann neu adjustieren und fokussieren. Aber es wird, einige werden versuchen, das wieder einzubremsen, aber Nachhaltigkeit ist ein Thema, das werden wir nicht bremsen können. Ja, das ist einfach eine Aufgabe der Zeit. Ist keine richtige Antwort, aber ich hätte auch gern die Glaskugel. Bitte. Vielen Dank, Andi, für deinen Beitrag. Erstmal. Was schätzt du ein durch die Darstellung, dass jetzt ein Kompetenzerwerb stattgefunden hat, im Selbstherstellen, im Selbstverarbeiten, im Selbstzubereiten von Lebensmitteln? Haben wir nach der Öffnung der Gastronomie kritischere Konsumentinnen und Verbraucher vor uns sitzen, die höhere Erwartungen haben, weil sie mehr Kompetenzen mitbringen? Oder wie wird sich das aus deiner Sicht sehen? Also ich glaube, der erste Schub ist jetzt einfach mal Hurra. Ja, wir können wieder, es geht. Aber dann sitzt man zu Hause, es regnet, soll ich hinausgehen oder nicht? Wie gehe ich damit um? Ich könnte mir ja auch das Essen nach Hause liefern lassen oder vielleicht machen wir am Samstag die Kochbox und laden Freunde an. Also die Möglichkeiten sind so viel. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Ansprüche eigentlich steigen werden. Und die Gastronomie hat da wirklich eine schwierige Aufgabe. Und mit Standardkonzepten kommt man wahrscheinlich nicht mehr durch, weil die Gastronomie hat schon vor Corona Probleme gehabt mit Personal. Seit Jahrzehnten höre ich das Thema und es ist nicht besser geworden. Ja. Viele haben das Personal verloren, das heißt, die müssen sich jetzt nochmal neu aufstellen. Aber es geht ja genau um diese menschliche Begegnung. Ja. Gastronomie ist schon auch Bühne. Ja. Das sind so viele Mikrokontakte und so unberechenbar. Man sieht die Menschen, man sieht die Gesellschaft. Ja. Es ist so ein ganz mächtiger und so wichtiger Ort. Also soziale Kompetenz in der Gastronomie ist jetzt wichtiger denn je, kann man ganz neu inszenieren, aber ich glaube, es wird sich spezialisieren. Wenn der erste große Hunger gestillt ist, wird es hart. Dann werden sich die Konzepte wahrscheinlich zuspitzen, weil manche Mieten sind furchtbar. Ja, wie sie das reinspielen wollen, wenn die Leute das Essen sich wunderbar nach Hause liefern können, das wird herausfordernd. Da braucht es gute Konzepte. Und ich glaube, jetzt wage ich mal einen weiteren Blick in die Zukunft, dass sich einfach eine Professionalisierung zeigen wird für Gerichte, die wunderbar geeignet sind fürs Takeaway und fürs Verschicken, fürs Liefern. Und andere Gerichte muss man à la minute machen. Und ich glaube, da wird sich eine Schere auftun. Das ist eine Professionalisierung. Das ist wieder eine Chance, aber diese Konzepte müssen sich zuspitzen. Und ja, ich habe schon gesagt, einige haben das Kochen für sich zum ersten Mal entdeckt. Die sind neugierig. Es wäre schön, wenn man da sehen kann, wie gekocht wird. Es bleibt immer was Magisches. Ja. Also dieses Nähe ans Produkt ist ein Riesenthema. Zuzuschauen, wenn aus was Rohem was Kulturelles wird, ist magisch. Wir sehen auch, wie aufwendig das ist. Viele wollen jetzt endlich nicht mehr kochen. Ja. Wenn man die Kinder 3-4 Mal am Tag satt kriegen muss, ist es einfach dann Arbeit. Aber die Ansprüche, glaube ich, sind gestiegen. Also
Spannende Zeiten. Meinst du, wird auch die Distanz oder diese Angst vor Nähe in einem Restaurant, wird das bleiben oder werden wir bald schon wieder wie in London in einem Pub alle zusammen eng beieinander stehen wollen? Ja, also ich glaube, dass einige Sachen bleiben werden. Dass es uns auffällt, wenn wir zu nah sind. Dass es uns auffällt, wenn es eng wird. Trotzdem, es gibt Kinder, es gibt Jugend, es gibt Party. Und auf das freuen wir uns auch. Ja. Also ich glaube, wir werden mit Corona leben lernen. Ja, und wir werden einen Umgang lernen damit. Ja. Und ja, Impfung ist im Moment die einzige Option. Das ist jetzt Teil unseres Lebens. Ich glaube, wir werden es lernen, aber die Sehnsucht auch wieder nach Nähe, ja, so nach Mikrokontakten ist enorm. Also ich glaube, dass Depression ein Megathema ist. Ja. Einsamkeit war davor schon so ein Thema und das ist so, wir bleiben Menschen und wir haben da ein hohes Bedürfnis. Das heißt, gerade die Gastronomie hätte so eine große Chance, hier wieder Nähe herzustellen, aber wir müssen es wahrscheinlich anders organisieren, um da jetzt einfach noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, bis wir den Umgang noch besser werden mit Corona. Aber die Sehnsucht da ist enorm. Ja. War die Arbeit jetzt am aktuellen Food Report für dich, weil eben mitten in der Corona-Zeit auch entstanden, war das offensichtlicher als sonst, was kommen wird? Also Corona hat eigentlich den Turbo gezündet bei den Foodtrends. Ja. Also für mich war das eigentlich eine wahnsinnig schnelle Zeit. Leider viel zu wenig Entschleunigung und trotzdem gab es so Zeiten, wo ich das Gefühl gehabt habe, es ist Zeitlupe. Aber im Prinzip hat man jetzt eigentlich gesehen, wie verschieben sich Werte, wie hängt das alles zusammen. Spannend ist immer die Frage, wer bewegt sich, ja, wer traut sich, wer hat eine Identität und etwas, wo er sich festhalten kann. Ja, ich habe gesehen, bei Unternehmen, wenn die ein klares Ziel hatten, sozusagen eine Motivation, Werte, dann hat es wie den Rücken gestärkt. Ja, dann konnten die auch agieren. Und andere sind fast in Schockstarre verfallen. Also ich glaube, es hat uns schon gezeigt, was uns antreibt und was nicht. Oder ich habe sehr viel zum Thema Emotionen gemacht und das war ja eine hochgradig emotionelle Zeit, ist es noch immer. Ja. Es ist auch wahnsinnig anstrengende Zeit, weil wir vieles verdrängen, vieles wegstecken, ausblenden müssen. Aber das bindet auch Energie. Und die Frage ist jetzt eigentlich, haben wir gelernt, mit Emotionen umzugehen? Ja. Kann man das auch stärker? Wir müssen die Emotionen mitnehmen, um sozusagen zu gestalten. Deswegen denke ich mir auch bei diesem Paradigmenwandel, es wird emotioneller, ja? Weil das macht uns auch als Menschen aus, aber wir haben da noch keinen Umgang und ich glaube, dass da, das ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Spätfolge von Corona sein wird, dass diese Einsamkeit oder jetzt der Versuch, dem echt was entgegenzusetzen, dass das nochmal nervöser wird. Foodtrend Map, die du gezeigt hast, die bietet jährlich eigentlich auch den Überblick so über das Große, über das Neue, über das Kommende, aber sie beinhaltet halt schon auch so das Bestehende, das Langjährige, Strömungen, die sich ja zum Teil, wie du gesagt hast, auch gegenseitig stören, ja, stören müssen sogar. Mhm. Wie hat sich jetzt, wir haben es gesehen kurz, wie hat sich das jetzt ausgebreitet? In welche Richtung ging es extrem? Ich habe gesehen, Real Omnivore war dann zweimal dabei. Wie verortest du das? Also diese Karte braucht immer ein bisschen länger. Diese Verästelung ist jetzt nicht, also die Dynamik der Trends auf einer Karte abzubilden, ist frustrierend. Es müsste 3D sein und beweglich. Ja. Und dann müsste man sozusagen die Chance haben, immer seine Brille aufzusetzen, dass man seine Branche sehen kann oder seine Themen. Ja, ich träume von so einer Map. Mal schauen. Vielleicht in 50 Jahren gibt es Räume, wo man sich da hineinsteigen kann. Oder in 5 Jahren, keine Ahnung. Aber
von der Dynamik her habe ich den Eindruck, dass für mich so das Zentrale ist, dass das Essen wirklich eine hohe Wertschätzung wieder mal erfahren hat. Das war davor schon so ein Ausdrucksmittel. Was passt zu mir, was bin ich? Ja, ich bin der Typ, das passt zu mir. Nein, jetzt passt es nicht, jetzt probiere ich was anderes. Und jetzt ist es noch mal näher gerückt, wir haben viel mehr Zeit damit verbracht. Ja. Das heißt, die Wertschätzung für das Thema ist groß. Natürlich, der Alltag wird wieder schneller und hektisch und die Probleme, aber jeder, der Lösungen bietet, der sozusagen hier zu diesem qualitativen Erlebnis beitragen kann, das ist eine Riesenchance. Und dazu muss man sich differenzieren. Also die Gesellschaft ist komplex und diese komplexen, unterschiedlichen Bedürfnisse kann man, also man kann nicht mehr mit einem Produkt die Masse erreichen. Das haben wir, glaube ich, eh alle gelernt, dass es immer schwieriger wird. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass es eben neu verhandelt wird und da muss man in die Nische, ja. Weil wir einfach noch nicht diese großen Themen gleich lösen können, sondern da muss man sich entwickeln. Aber ich glaube, diesen Prozess zu zeigen, okay, wohin will ich wirklich jetzt als Produzent? Ja, was ist mir wichtig? Ich kann nicht sagen, jeder Trend ist mir wichtig, ja, sondern ich muss sagen, okay, das und das sind meine Schwerpunkte. Ja. Also Mut zur Lücke. Ja. Man muss sozusagen Schwerpunkte festlegen und von diesen ausgehend das Profil weiterentwickeln und zuspitzen. Ich glaube, das ist das Gebot der Zeit, hier sozusagen ein bisschen mehr Farbe zu bekennen, damit man noch gesehen wird, ja? Damit man auch die Chance hat, seine Kunden zu finden. Ist ja in einem großen Markt vielleicht einfacher als jetzt in der Schweiz. Also nur schon einwohnerzahlenmäßig ist es in Zürich wahrscheinlich. Die Schweiz meint immer, sie sei eine Insel. Dabei ist es mittendrin in Europa und verschiedene Esskulturen. Ja? Ja. Also es ist eigentlich wie eine kleine EU innerhalb der EU, so gesehen. Ja? Die Schweiz hat Eigenheiten. Ja? Beim Fleisch seid ihr in vielen Bereichen viel weiter. Ja? Es ist viel früher angefangen, das zu thematisieren. Ja? Und manchmal hat man das Gefühl, die Schweiz braucht länger. Aber weil da auch der Deckel manchmal so hart drauf ist, das können wir in Österreich schon auch. Ja? Aber habe ich das Gefühl, gibt es dann auch wieder ganz innovative Player. Ja? Und die halt stärker zu vernetzen, das sichtbarer zu machen, das geht man manchmal ab. Es sind ja schon einige auch jetzt im Report drin. Also man sieht Best Practice-Beispiele aus der Schweiz. Gibt es ja einige, oder? Ja, also man könnte einen eigenen Report für die Schweiz machen. Ja? Wird sich nicht rechnen. Nein, aber Verzeihung, aber ja, Best Practice, da müsste Report, so dick macht es auch keinen Sinn, aber da gibt es viel mehr. Ja, das ist immer das Schwierigste. Also Best Practice-Beispiele, wenn man da recherchiert, gibt es unendlich viele. Das ist dann zum Teil auch die Grafik. Wenn die schöne Fotos haben, sagen wir, okay, dann nehmen wir die. Ja, es ist schwierig, aber da gibt es viele in der Schweiz. Wir haben es gehört, so die Überthemen eben bei der Food Trend Map, das Beyond Food, Gesundheit, Nachhaltigkeit, lokal, Alltag, nach wie vor Qualität und Genuss. Jetzt Soul to Soul ist in den Themen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Qualität sicherlich verankert. Wie sieht es konkret bei diesen drei Ästen aus oder was tut sich da am meisten? Gerade Gesundheit ist ja etwas, was auch im Zukunftsinstitut sehr, sehr stark im Fokus steht. Ja, Gesundheit ist ein Megatrend. Ja. Und wir haben gesehen, dass Gesundheit, das Verständnis von gesunder Ernährung und von Gesundheit an sich hat sich sehr gewandelt. Aber Achtung, das heißt, wir haben unterschiedliche Tempi in der Gesellschaft. Ja. Wir haben noch immer Teile der Gesellschaft, da ist Gesundheit arbeiten können, Geld verdienen, fertig. Ja. Bei anderen ist Gesundheit sozusagen den Gesundheitsspielraum zu erhalten. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie junge Leute mit Gesundheit umgehen, also wo ich ein Kind war, wären Knieschoner beim Radeln oder beim Roller richtig uncool gewesen, nie und nimmer. Ja? Dann lieber ein paar Narben. Ja? Also das ist jetzt ganz so, die sind jetzt richtig cool, die Schütze, ja? Und an Sturzhelm, oh, schicke Sache, ja. Also das ist wirklich Teil des Alltags geworden, das ist integriert. Also Gesundheit ist sozusagen nicht mehr, man lebt, also
es ist nicht mehr so, dass es ohne Gesundheit nichts ist, sondern Gesundheit ist sozusagen ein wertgeschätzter Teil des Lebens. Und das hat an Tempo gewonnen. Ja. Auch ein Teil des, ja, ist es Überfluss? Uns geht es so gut, dass wir diese Erwartung haben, dass wir auch diese Freiheit behalten wollen. Ja. Wir sind uns bewusst, dass das Alter da dem entgegenarbeitet und deswegen versuchen wir dem irgendwie einen anderen Umgang damit zu finden. Essen muss jeder, deswegen ist das dann wirklich die Speerspitze. Beim Sport kann man sich, ist noch die eigene Entscheidung, wie viel. Und solange die Parkplätze der Chefs noch am nächsten beim Eingang sind, sehen wir, es bewegt sich langsam. Aber nichtsdestotrotz, gesunde Ernährung ist, da gibt es so viel verschiedenes Verständnis. Ich glaube, der einzige gemeinsame Nenner ist Obst und Gemüse. Pflanzliches, frisches. Und dann gibt es in unserem Kulturraum auch noch die Idee, dass selber gemacht gesünder ist. Das ist ein Kulturphänomen, das kann man jetzt naturwissenschaftlich nicht wirklich nachweisen. Ja? Also muss man wirklich unterscheiden. Ja? Man kann Sachen zu Tode kochen. Ja? Ist ein bisschen gemein, du hast auch gesagt, eben Bio boomt, das sieht man, ja, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, ziemlich klar, dass der Geschmack von Bio nicht unbedingt besser ist als der Geschmack von normal produziert. Und du hast ja gesagt, das braucht jetzt diese Qualität, ist ja dieses Erkennen auch von Qualität. Aber gerade jetzt da gibt es keinen geschmacklichen Unterschied. Jein. Ketzerisch gesagt. Jein. Ja. Nein, es ist komplex. Weil wahrscheinlich müsste man mal wirklich, also ernährungsphysiologisch gibt es ja viele Studien, da wissen wir, okay, Bio ein bisschen weniger Wasser, weniger, deswegen sind die Nährstoffe schon ein bisschen dichter und im Detail wird es dann ganz kompliziert und man kann nicht sagen, gesünder oder nicht am Produkt. Für einen holistischeren Blick kann man natürlich schon, wenn man Nachhaltigkeitskriterien mitnimmt, hat Bio die Nase vorne, allerdings ketzerisch gesagt, bleibt Bio im Moment auch ein bisschen stehen. Mir fehlt da der Innovations-, der Zukunftsblick. Aber auf was ich hinaus wollte, ob es besser ist oder nicht. Und da kommt sozusagen das Denken und das Wissen spielt hier mit hinein. Ja? Und wenn wir uns bewusst für Bio entscheiden und wissen, was es ist, dann schmeckt es auch besser. Ja? Also da gibt es in Israel ganz spannende Studien, wenn Leute auf Fleisch verzichten aus Gesundheitsgründen, dann schmeckt ihnen Fleisch nach wie vor gut, auch wenn sie es eigentlich nicht mehr essen sollten. Wenn das aber ethisch, moralische oder religiöse Gründe sind, dann schmeckt ihnen das Fleisch irgendwann nicht mehr. Ja, dann können sie es nicht mehr riechen. Das heißt, das Denken übers Essen, das Beurteilen, das Wertschätzen, die eigenen Werte, die ethischen, moralischen Debatten schmecken mit. Ja, also der Kopf isst mit. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was man isst. Es ist auch so mächtig. Werden denn dadurch jetzt diese grünen Themen politisch plötzlich brisanter oder ja auch natürlich gesellschaftlich relevanter? In Deutschland zeichnet sich vielleicht, man weiß es nicht, wieder mal eine Frau ab. Ja, ja, die grünen Themen, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Verkehr. Ich glaube ja langsam, dass auch die anderen Parteien wahrnehmen, dass das Themen sind, die man nicht ausblenden kann. Vielleicht ist ein Unterschied, dass die grün gerichteten Parteien sozusagen da ein bisschen mehr versuchen, über die Zukunft zu diskutieren und Zukunftsbilder zu zeichnen. Und die sind in unserem Kulturraum leider sehr, oder nicht nur bei uns, in vielen Bereichen sehr negativ geprägt. Ja. Also mir fällt immer wieder auf, ich habe viel mit Lebensmittelproduzenten zu tun und wenn ich mit denen über die Zukunft rede und wie sie sich die Zukunft vorstellen, die haben kein Bild und keine Vision und die haben Angst und sagen, der Handel, nein, nur der Handel und das ist die Zukunft, weil da ist ein Brett und das ist der Handel und der macht den Preis. Und ich denke mir, das kann es ja wohl nicht sein. Also wir sind auch nicht gewohnt, uns zu überlegen, welche Zukunft wir wollen, weil die Zukunft ist ja nicht gemacht, sondern wir machen Zukunft. Die Zukunft ist noch nicht fertig. Ja?
die kommt nicht auf uns zu, sondern wir gestalten Zukunft, auch mit unserer Wahl. Dahingehend hoffe ich mir, dass die Parteien einfach lernen, uns auch da die Angst zu nehmen und auch über Probleme lernen zu reden. Ich glaube, Corona war dahingehend schon spannend, weil das war wie ein wissenschaftliches Experiment. Wir wussten nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Ja? Wir mussten lernen, immer wieder zu agieren. Und ja, Verschwörungstheorien ist eine Möglichkeit, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und zum Teil haben wir aber auch gelernt, wir wissen es nicht, wir müssen spontaner werden. Und das ist zum ersten Mal sozusagen eine neue Erfahrung. Da müssen wir besser werden, ja? Weil in Zukunft und Zukünfte und Einflussfaktoren spielen ja mit hinein. Es ist nicht ganz eine Antwort auf deine Frage, aber das sind so die Themen, die für mich da dranhängen. Einfach die Bilder von der Zukunft, ja, und von Visionen. Und wir brauchen Zukunftsvisionen, die Spaß machen. Ja? Bioswiss hat jetzt nicht so eine wahnsinnige Zukunftsvision. Bioswiss hat ganz klar die Nein-Parole rausgegeben für zwei Agrarinitiativen, die jetzt in der Schweiz anstehen, damit der Preis natürlich hoch bleibt, oder? Weil die Bioprodukte in der Schweiz auch relativ einen schönen Preis haben. Preis eigentlich, der normalerweise für alle produzierten Gemüse gelten müsste. Das wäre super für die Steuerzahler, weniger Subventionen etc. Aber anyway, ich schweife ab. Diese Planetary Health Diet ist ja schon etwas, was jetzt wirklich spürbar ist, oder? In der Gesellschaft. Du hast es gesagt, Bio ist nicht nur einfach die Qualität jetzt rein objektiv, sondern auch das Wissen. Es rückt in den Fokus. Wie beurteilst du das? Gerade jetzt hinsichtlich auf diese Agrarinitiativen in der Schweiz. Ich meine, das wäre ja eine Wahnsinnschance für so ein kleines Land, oder für ein kleines Land mitten in Europa, hier mal ein bisschen Flagge zu zeigen? Also ich glaube, es liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Aber ich habe gelernt über diesen Saga von Bioswiss und haben wir gedacht, okay, das spiegelt einfach den aktuellen Markt wieder, ja, und die aktuellen Marktängste und auch die Marktmächte. Ja. Das habe ich so vorhin ein bisschen gemeint, wo ich gesagt habe, der Lebensmittelhandel ist der mächtigste Player. Ja. Das ist im Moment so, alle schauen dorthin und versuchen dort sich gut zu etablieren. Und mehr denken sie nicht, darüber hinaus denken sie nicht. Und sie überlegen nicht, was will ich und wohin könnte es gehen? Was ist meine Zukunftsvision? Ja? Was ist die Vision vom biologischen Landbau? Wohin wollen wir? Ja? Bio stammt aus den 30er, 40er Jahren, ist ein Kind des deutschsprachigen Kulturraums, hat sich ganz langsam entwickelt, immer als Gegenbewegung. Und ist jetzt sozusagen weltweit eine irrsinnige Erfolgsgeschichte, hat geschafft, es für alle Lebensmittelgruppen runterzubrechen. Ja? Weltweit. Unfassbar, aber vor lauter Arbeit haben sie die Zukunft aus den Augen verloren. Und das finde ich wirklich ein großes Dilemma und Problem, dass jemand, der vor vielen Jahren angetreten ist, um sozusagen eine Zukunftsvision zu etablieren, jetzt sozusagen so stark mit sich beschäftigt ist. Ja. Es ist schon auch verständlich, ihr lebt es andauernd. Ja. Das ist kein Vorrecht von Bio, aber da tut es vielleicht ein bisschen mehr weh. Wie beeinflusst du das jetzt, die Klimajugend, also dieses Beharren auf, es muss sich jetzt etwas ändern? Wird das einen Impact haben auf unser Essverhalten auch, weil die Kinder jetzt ja zu Hause sind, man kocht viel mehr, also spüren das die Eltern jetzt auch? Wird das wirklich einen Impact haben? Ich habe wirklich das Gefühl, vor Corona waren so die Kinder, die gesagt haben, wir wurden betrogen um unsere Zukunft. Ja. Wo ist die Zukunft? Grau, furchtbar. Und die großen Player, die gesagt haben, ja, wir müssen uns dann irgendwann. Und dazwischen gab es nichts. Ja. Und jetzt ist das ein bisschen näher zusammengerückt. Ja. Ihr habt ja jetzt diese Abstimmung, da geht es dann auch um Spritzmittel und Insekten, einfach Umgang mit Natur. Ja, ich glaube, da stehen ganz viele Entscheidungen an. Ja? Wie wollen wir die Zukunft und in welchem Tempo? Ja?
und welche Vision darf sich durchsetzen und wie radikal dürfen wir denken? Also Visionen müssen radikal sein, Visionen müssen stark sein, weil dann wirken sie auch zurück. Ob die Schweiz das schafft, radikale Visionen jetzt schon umzusetzen, können die Schweizer, werden sie abstimmen. Da beneide ich allerdings die Schweiz um diese Kultur, dass sie immer wieder solche Themen auch auf den Tisch legen. Und dann wird mehr diskutiert und dann wird auch abgestimmt. Ja. Aber bei uns können sich auch die Politiker um diese Themen viel mehr die noch wegschieben, weil halt andere Themen immer wichtiger sind. Also das ist schon auch toll an der Schweiz. Ich bin neugierig, ja. Ich verfolge das gerne und bin neugierig, wie es ausgeht. Solche radikaleren, konsequenteren Visionen haben natürlich immer auch einen Preis. Aber es ist wichtig, dass man Visionen entwickelt und auch gemeinschaftlich entwickelt. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu schnell in dieser Corona-Zeit, kann ich nicht abschätzen, aber es braucht einen größeren Zukunftsblick. Ich glaube wirklich, dass sich die ganze Lebensmittelproduktionskette von diesem industriellen Paradigma, es muss sich bewegen. Ja. Und diese Agronomie, oder? Ich glaube, die Qualität produzieren, von der du sprichst, also dass der Konsument das auch versteht und die Arbeit, die dahinter steckt, das sind ja Themen auch, die wir bei Soul to Soul wirklich sehr, sehr stark in den Vordergrund rücken möchten. Deswegen kann es fast nicht so sein, dass natürliche oder auch soziale Ressourcen ausgenutzt werden. Das heißt, wenn man das wirklich, wenn man dieses Beispiel von der Qualität wirklich durchdenkt, dann würde das ja, dieses Szenario würde bedeuten, dass das automatisch höhere Preise mit sich bringt. Also das würde bedeuten, dass wir automatisch einen Anstieg der Gemüsepreise in Anbetracht ziehen müssen, wenn wir das radikal durchdenken. Sonst können wir nicht faire Löhne für Spargelstecher bezahlen. Also die ganze Preisdebatte ist eine, wieder mal, schwierige, weil wir haben keine Preiswahrheit. Ja? Da sind wir weit davon entfernt. Es gibt Förderungen auf diversen Ebenen und die wirken sich natürlich ganz massiv auf die Preise aus. Und dann gibt es verschiedene Machtverhältnisse. Und der Preis ist natürlich mächtig und es ist ein sogenannter freier Markt, der aber nicht die realen Preise widerspiegelt. Das heißt, das ist ein hochgradig politisches Thema, das ist ein hochgradig vernetztes Thema. Ja? Wir sind nicht autark, auch die Schweiz kann sich nicht selber ernähren. Ihr seid Teil eines größeren Netzwerks und das Bewusstsein dafür, dass wir ein bisschen mehr Autarkie brauchen, ist jetzt gestiegen. Ich glaube, da wird sich einiges entwickeln in nächster Zeit, aber Preise, Preise auch nochmal ganz anders denken und sagen, okay, wir müssen die externen Folgekosten mit hineinrechnen. Ja? Wir brauchen die ganzen Kriterien zum Thema Nachhaltigkeit und könnten es mitnehmen. Da wird viel diskutiert, da wird viel geschaut, auch nochmal, wie machen wir das mit der Grundversorgung, wie machen wir das generell in Zukunft mit der Gesellschaft. Ist dieser Fokus auf immer mehr und schneller und dieses ewige Wegwerfen, ist das unsere Zukunft? Und ich glaube, da kommt eine neue Generation nach, die sagt, ich will immer so arbeiten wie die Eltern. Ja, das Geld ist mir gar nicht so wichtig. Ja. Ich brauche nicht noch mehr Autos, ich brauche überhaupt kein Auto. Ich brauche ab und zu ein Auto. Ich möchte eigentlich gut leben. Ich möchte meine Freunde sehen. Gutes Leben, gutes Essen, Qualität, das ist so der Punkt. Also ich glaube, es wird auf vielen Ebenen nochmal neu verhandelt, was ist wichtig. Ja. Und da sind wir Anfänger. Ja. Aber dahingehend ist Corona mal eine ordentliche Irritation. Dahingehend war es sicher eine Bremse. Und ich glaube, wir könnten wirklich gestärkt aus dem hervorgehen, wenn wir die Chancen sehen aus dieser Entschleunigung. Einer der größten Posten, glaube ich, in der EU ist so diese Agrarfinanzierung. Ich habe gelesen, 20% der Firmen kriegen 80% der Subventionen, die da reingesteckt werden. Das Regelwerk ist unendlich kompliziert. Man versteht nicht,
warum es so ist. Es ist gewachsen über die Zeit. Ähnlich ist es in der Schweiz mit den Subventionen. Das kostet den Steuerzahler unendlich viel Geld. Wahrscheinlich will er es nicht. Aber ehrlich gesagt interessiert er sich auch nicht wirklich dafür. Er hat sich auch nicht wirklich interessiert eben um die Arbeitsbedingungen bei Tönnies oder wie sonst auch sieht. Er wollte halt einfach billiges Fleisch. Du hast gesagt, diese Zeit ist vorbei. Wer sind dann die Verlierer von dieser ganzen Entwicklung? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Das musst du runterbrechen. Das war mir jetzt zu komplex. Wenn wir, irgendwo auf dem Weg, wenn wir davon sprechen, dass das System sich verändern muss, also wir haben gesagt, gut, die Methode Geiz ist geil, ist vorbei. Oder wir nähern uns jetzt, dass wir sagen, gut, die Qualität hat ihren Preis. Aber das bedeutet natürlich auch eine. Das bedeutet, die Arbeitsplätze müssen sich verändern oder die Arbeitsplätze werden sich, die Bedingungen müssen sich verbessern. Das bedeutet, der Preis wird sich verändern. Wer sind die Verlierer von dieser Entwicklung? Also ich suche immer nach Lösungen. Ja, ich suche nach Lösungen für Probleme. Verlierer sind für mich die, die beharren und den Wandel aus den Augen verlieren, die sozusagen nur aufs Geld schauen und sozusagen die Rechnung ohne den Konsumenten machen. Also ich glaube, es ist im Moment so viel in Bewegung und es ist, diese Komplexität ist herausfordernd und deswegen ist es so wichtig, dass wir sozusagen uns auch stärker mit der Zukunft auseinandersetzen, um sozusagen selber zu klären, was will ich. Und alle, die sagen, das interessiert mich nicht, ich bleibe jetzt nur da, die sind jetzt in Stockstarre gekommen und waren abhängig von öffentlichen Zahlungen. Ob die genügen, um dann wieder erfolgreich zu sein, werden wir sehen. Also ich interessiere mich mehr für die suchen und experimentieren. Das ist Teil meiner Profession. Die andere Bewertung muss ich den anderen überlassen. Also da bin ich vielleicht nicht die richtige Gesprächspartnerin für diese Fragestellung, wo die Verlierer sind. Wir haben jetzt ganz vieles besprochen und können natürlich nicht alles besprechen, ist schon klar. Ein Bereich so von der künstlichen Intelligenz würde mich noch interessieren. Du hast gesagt, eben Konnektivität, Digitalisierung ist unaufhaltbar, E-Food etc. Kann künstliche Intelligenz künftig dann unser Essverhalten steuern? Ich spreche jetzt natürlich bewusst auf Datensammlungen im Ghost Kitchen-Bereich an, sodass man halt weiß, Uber Eats, da wird dann schon abends eher asiatisch oder Pizza vorgeschlagen. Also ich glaube, es gibt ja auch sehr viel Trendprognosen. Es gibt wahnsinnig viele Analysen, die sehr professionell diesen Markt vermessen. Aber wir bleiben Menschen und ich glaube, durch diese starke Diskussion über künstliche Intelligenz wissen wir wieder mehr, was es heißt, Mensch zu sein. Ja. Und Kreativität und Emotion macht uns Menschen auch aus und das ist etwas, was die künstliche Intelligenz so noch nicht kann. Ich glaube, dass diese Debatten uns einfach nochmal vor Augen führen, wo sind die Grenzen und wo sind die großen Stärken. Ja. Das hat enorm an Tempo gewonnen, aber das hat, also wir leben sozusagen in Europa sehr, in vielen Regionen sehr klein strukturiert und da gibt es auch großen Widerstand gegen die großen Player, die so wahnsinnig anonymisiert sind und da ist eine große Sehnsucht wieder nach Authentizität, Begegnung. Also Kultur bleibt ein mächtiges Gut, wir werden nicht sozusagen einen neuen globalen Standard so leicht akzeptieren. Ich glaube, gerade beim Essen, das bleibt ein hochgradig emotionelles Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, solange ich gesund bin, diese Entscheidung aus der Hand geben will. Ich will nicht nur alt werden und gesund bleiben. Ich möchte leben mit hoher Qualität. Und da gehört auch dazu, dass ich selber über mich entscheiden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das aus der Hand geben will. Aber vielleicht bin ich da naiv. Ein schöneres Schlusswort könnte ich mir schon fast nicht mehr ausdenken. Gibt es sonst noch Fragen von Ihrerseits? Wir haben noch
eurerseits. Bitte. Wir haben jetzt vieles gehört, jetzt auf die Gastronomie zurückkommen. Wir hören ja, die Gäste werden in Zukunft wahrscheinlich mehr Geld ausgeben für Top-Qualität. Auf der anderen Seite hat der Gastronom auch das Problem, dass er gar nicht mehr die Personalressourcen zur Verfügung hat. Würde das Stichwort irgendwann Convenience-Thema werden? Wie sehen Sie das mit dem Convenience in Zukunft für Gastronomie? Wird das einen höheren Stellenwert noch erhalten, wie wir es jetzt schon haben? Convenience hat ja schon vor Corona einen hohen Stellenwert eingenommen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch fast wieder ein Problem, wenn man das nämlich zu stark erkennt, dass das Convenience-Produkte sind. Dann stellt sich die Frage, warum soll ich dann überhaupt noch dorthin gehen? Ja. Also jetzt ist es noch leichter sozusagen, Kochboxen vielerlei Art von Convenience-Produkten geliefert zu bekommen, um den Finish selber zu machen. Das heißt, für die Gastronomie ist da der Druck sehr groß, dass die sozusagen entweder noch spezifischere Produkte bekommen und dass die sozusagen auch ihr Handwerk stärker inszenieren und zeigen. Also das ist schon eine Gratwanderung. Spüren Sie, dass da der Markt noch stärker in Bewegung kommt im Convenience-Bereich? Also in der Top-Gastronomie haben wir enorme Professionalisierung erlebt. Ja, also da sind technologisch rasante Entwicklungen, die sind hochgradig innovativ, da ist viel passiert. Ja, das trickelt dann langsam erst nach unten. Also die Sehnsucht nach Convenience wird immer bleiben. Die brauchen Unterstützung, die werden nicht alles machen können, einerseits. Ich glaube, dass das sehr wohl ein großer Trend ist, vor allem in den größeren Küchen. Wir werden aber auch das nicht nur mit dem klassischen Verständnis von Convenience begegnen, sondern da spielen auch immer mehr neue Technologien mit hinein. Aber durch diesen starken Trend gibt es natürlich genau den Gegentrend, nämlich dass man genau zeigt, dass man mit ganz wenigen Produkten was Frisches macht, das zeigt und das verkauft. Das hat sozusagen auch wieder eine sehr hohe Wertschätzung. Also alles, was im Mittelmaß ist, tut sich da viel schwerer Fuß zu fassen. Ja? Es gibt nicht nur noch Reinbauer, so Hums und Giovanninis und Carinata, sondern es gibt da sehr große Mittelteile von der Gastronomie, wo man genauso die Bedürfnisse abdecken muss. Ja. Auf der Seite Kostenthematik hat, auf der anderen Seite das Anspruchsverhalten von den Kunden immer größer wird und damit irgendwo Lösungen kommt. Und genau die haben eigentlich im Moment das Problem, dass die relativ hohe Fixkosten haben. Und jetzt erwartet man auch noch, dass die Sachen zum Liefern haben und liefern können und vielleicht auch noch Kochboxen und machen. Die werden nicht alles auf einmal schaffen, die müssen sich aber spezialisieren, weil wenn sie nur im mittleren Bereich austauschbar werden, dann sind sie ja vergleichbar. Ja, dann geht es nur mehr um den Preis. Und das ist das Problem. Also die brauchen wirklich mehr Mut zur Lücke, mehr Fokus auf eine ganz spezifische Ausrichtung. Ja, das war immer die Kraft der Gastronomie, dass sie nah am Kunden ist und dass sie schneller agiert. Also die Gastronomie ist immer sozusagen, die sind die schnellsten Player. Eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, die Getränke sind schneller, aber eigentlich ist die Gastronomie. Das ist manchmal so ein Wettrennen. Aber im Prinzip ist die Gastronomie nah dran und in den letzten Jahren haben wir ja schon erlebt, wie nischig die Konzepte waren und wie schnell die gekommen und gegangen sind. Und wir erleben jetzt zum Beispiel in Frankreich, dass Ghost Kitchens sagen, okay, nehmen wir die 5 weltweit spannenden Fast-Food-Gerichte, die sich gut transportieren lassen, die spannend sind, die auch nochmal so ein bisschen in Richtung Gesundheit gehen und machen wir die professionell und ziehen das auf. Ja. Wenn Sie so einen Player in der Stadt haben, dann müssen Sie schauen, dass Sie andere Nischen finden. Ja. Also das kriegt jetzt richtig nochmal Tempo, auch durch diese Ghost Kitchens und deswegen braucht es klare Profile, unterschiedliche Antworten. Also gerade im Bereich Convenience braucht es natürlich ein paar Basics, dass man dann aber wirklich spezialisieren kann, weil das wird sich ausdifferenzieren. Das ist noch ein harter, bewegte Zeiten.
man könnte es mit Freundlichkeit versuchen. Also dem Gast ein Erlebnis bieten, indem dass man zum Beispiel den gleichen Burger serviert, wie man den zu Hause kriegen würde oder so, aber einfach vielleicht ein bisschen netter. Oder was ich natürlich meine... Menschliche Begegnung. Genau. Also in Wien hat es immer geheißen, man stört den Ober bei der Arbeit. Genau. Derweil ist genau dieser Wiener Grand eigentlich das, was es ausmacht. Wenn man dann schafft, ein Lächeln von einem Ober zu bekommen. Halleluja. Nein, Scherz. Ohne, ja, natürlich wahrgenommen werden als Gast, ja. Nicht mit dem Computer zum Gast und was hätten Sie gerne und wieso wissen Sie noch nicht. Ja? Uninteressant. Ja? Dann lasse ich mir doch lieber liefern. Ja? Also eben den Fokus auf den Menschen, aber eben Personal und halt Fachkräftemangel spielt da auch dagegen. Ich spüre da natürlich schon deutlich auch die Reibungsfläche. Also Begegnung ist ein riesen neues Thema, das wirklich an Qualität gewonnen hat. Das kann man als eigenes Thema machen, ja, und wirklich schauen, wie schaffe ich, dass die Leute leichter ins Reden kommen, wie schaffe ich, dass mein weniges Personal diese Option optimal nützt und alles andere, schauen wir, dass wir das neu organisieren, die Abläufe neu organisieren, damit diese direkte menschliche Begegnung auf einem anderen Niveau passieren kann. Ich sehe so schlecht, ob es noch Fragen gibt. Ja, also mich würde schon noch was interessieren. Und zwar, mir ist vorher der Nusret durch den Kopf gegangen, ne? Der Salt Bay. So als der, Sie wissen schon. Nein, ich meine... Der türkische Koch, der, ah, okay, der jetzt, das okay. Fleisch so behandelt, das müsste das Tier nochmal töten. Und dann packt er es in Blattbrot. Die Leute fotografieren das im Instagram. Für mich ist das so wie symbolisch für ein bisschen die Gegenwelt von dem, was hier skizziert ist. Ne? Weil wir leben ja in einer gespaltenen Gesellschaft und ich frage mich ein bisschen, wie diese Faultline verlaufen wird und ob man es überhaupt je schaffen wird, in einer sinnvollen Zeit diese positive, sagen wir mal, Fortschrittserzählung rüberschwappen zu lassen, auf die Seite, und das sind 60%, ne? Das sind nicht wenige. Wie kriegt man das zu denen rüber, in einer Zeit, in der unser Projekt Elite ist und der Rest der Leute elitenfeindlich aufgrund von Propaganda? Und sozusagen der mittlere Bereich auch immer stärker zusammenschmilzt, ja? Also Polarisierung in der Gesellschaft. Die anderen Leute finden das super geil, einen Fußball, ein Blatt Gold verpackt, das Gold der Böffe essen zu sehen. Okay. Generell, jeder starke Trend hat einen Gegentrend. Ja? Also das ist eine Dynamik. Die Veganer waren medial ubiquitär, sind aber unter 2% geblieben. Trotzdem haben sie den Finger auf ein wundes Thema gelegt. Ja. Deswegen haben sie auch zu Recht diese Aufmerksamkeit erfahren. Wir werden nicht alle Veganer werden. Aber was war die Gegenreaktion? Plötzlich, also die Zeitschrift Vegan und Beef ist im gleichen Jahr erschienen. Ja. Es heißt, Beef hat sozusagen endlich mal genauer hingeschaut, ja, und hat es wirklich zum Thema gemacht. Mehr Wertschätzung. Ah, es gibt Rinderrassen. Ach so. Ja, Schokolade haben wir schon alles aufzählen können. Ja. Beim Rind? Keine Ahnung. Also da gibt es schon eine Diversifikation und jetzt sozusagen einen neuen Blick. Trend gegen Trend. Dann irgendwann, wenn das zu weit auseinander gibt, gibt es sozusagen die Lösung. Das ist der Flexitarier. Jetzt sind alle Flexitarier, die noch Fleisch essen. Ja. Sie sagen, okay, nein, ich bin nicht so einer, der das Tier nochmal tötet. Ja. Das ist zwar lustig, aber das ist für die Kinder. Das heißt, der Flexitarier verbindet aber auch, ist sozusagen eine Fusion aus diesem Problem. Also man darf noch Fleisch essen, aber eben bewusster. Und man ist neugierig für anderes ohne diesen Verzicht. Und das hat das Zeug zum Mainstream. Und das erleben wir ja gerade, den Schub. Ja. Also es bewegt sich doch. Ja. Vielleicht zu langsam. Nur wenn Flexitarier schon Mainstream ist, was kommt danach? Ja. Das ist natürlich plant-based. Aber da sind wir noch so Anfänger. Ja. Da gibt es jetzt so ein bisschen mit dem Local Exotic, da noch was Kleines und da noch. Das ist noch ein weiter Weg.
wenn die Gesellschaft auseinanderbricht. Und ich habe gesagt, wir haben unterschiedliche Tempi. Und es gibt so das Gesundheitsverständnis, einfach nur arbeiten können und schauen, dass ich die Familie durch den Monat kriege. Ja? Und dann gibt es natürlich noch die ganz andere Seite. Wenn das noch mehr auseinanderdriftet, ja, dann ist das natürlich, Foodtrends sind immer mehr im Elitenbereich. Ja. Das hat immer damit zu tun, dass man die Wahl hat. Ja. Und trotzdem, auch wenn man den Stutz umdreht, wählt man, was man isst, wo man ihn ausgeht. Also da ist schon auch nochmal, da hat auch Fleisch eine andere Bedeutung. Und für mich war so Anfang Corona nochmal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wird der Fleischkonsum steigen? Wird es jetzt eine Wirtschaftskrise? Ist es eine Gesundheitskrise oder eine Wirtschaftskrise? Und wenn es eine Wirtschaftskrise wird oder wäre, was heißt es für den Fleischkonsum? Sind wir schon so weit weg, dass es nicht mehr das Fleisch ist, was für Sicherheit, Kraft, Wohlstand steht? Haben wir das schon hinter uns gelassen? Und ich habe noch mal kurz überlegt, weil ich kann mich noch gut erinnern, wir haben 1995 die erste Verzehrserhebung in Österreich gemacht und da haben wir damals schon diskutiert, was muss passieren, dass wir weniger Fleisch essen. Damals habe ich noch kaum was fantasieren können, was das anschieben kann, aber es war genau der Reichtum, ja, es war genau dieser Überfluss, in dem wir leben, ja, der sozusagen da eine große Dynamik hineingebracht hat. Und plötzlich seit Jahrtausendwende schreiben immer mehr über Trends, weil es sich eben so ausdifferenziert. Das hat mit unserem Wohlstand zu tun. Aber wenn das jetzt auseinanderkippt, die Gesellschaft, dann haben wir wieder andere Probleme. Dann ist das Essen nicht mehr so am Teller, wie jetzt sozusagen, auch am gesellschaftlichen Teller. Ich glaube, dann haben wir wirklich andere Probleme. Also ich sehe mich sozusagen als kritischen Optimisten. Das ist vielleicht auch eine Nebenwirkung meiner Arbeit und das kann ich dahingehend nur jedem empfehlen, sich mit Trends auseinanderzusetzen, weil ich suche Lösungen. Und ich suche nach Lösungen für aktuelle Probleme. Und das hilft sozusagen auch, schneller Lösungen zu sehen und zu erkennen. Und auf das fokussiere ich. Das ist manchmal sehr nischig, wie Trends sind, aber das ist ein Bereich, wo man sozusagen auch schlussendlich mit mehr Optimismus in die Zukunft schaut. Und ich glaube, es gibt auch in der Krise Menschen, die sagen, ja, also das kann nichts werden, das geht jetzt den Bach runter, das wird jetzt alles noch schlimmer, das habe ich schon immer gewusst. Und andere, die ganz naiv sagen, nein, das schaffen wir, und blauäugig sagen, das wird. Und die werden die gleichen bleiben. Ja, das hilft beides, hilft uns nicht weiter. Ich glaube, man muss einerseits schon auch sehen, die Herausforderungen, ja, das ist eine. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft es schaffen, da ein bisschen korrigierend einzulenken. Weil so eine Gesundheitskrise kann eine saftige Wirtschaftskrise werden, wenn wir die Gesellschaft so auseinanderbrechen lassen. Ja. Aber wir sind Europa, wir sind da noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Ich gehe da ein bisschen mit Optimismus hinein und ich glaube, dass wir schon gezeigt haben, dass wir in der Krise die Alten geschützt haben. Ja? Wir haben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass wir versucht haben, die Leben zu erhalten. Ja? Und die Wirtschaft war nicht vorrangig. Und das hat mich schon in den ersten Wochen einmal gedacht, das ist so klar. Wieso ist es so klar? War das so klar? In der Schweiz nicht, nein. Aber trotzdem, schlussendlich hat sich dann doch auch wieder eingebremst und wurde ausdiskutiert. Ja. Ich glaube, da werden wir noch einiges verdauen müssen und vielleicht auch voneinander lernen und mal die Daten anschauen. Ja. Aber das hat mich persönlich, war ich überrascht, wie klar unterm Strich eigentlich agiert wurde. Deswegen sehe ich es als Gesundheitskrise und praktisch in diesem offenen Agieren als sehr spannendes Experiment. Und für den Food-Bereich haben wir es eigentlich ziemlich gut hingekriegt und können sehr viele Lehren daraus ziehen.
Wir haben auch alle sehr viel Netflix gesehen. Wir haben alle Food-Filme in Netflix gesehen. Es gab Cowspiracy, Seaspiracy, kein Meerfisch mehr essen. Also das sind schon auch Dinge, die zum Nachdenken anregen. Wenn man solche Dokumentarfilme sieht, die schon ganz eine klare Haltung haben, von A bis Z, sehr redundant, immer wieder das Gleiche erzählen, das kann auch zum Umdenken führen. Also das schauen natürlich auch immer nur gewisse an und andere blenden es total aus. Das sind dieselben, die das. Aber wir haben unterschiedliche Tempi in der Gesellschaft. Ja. Und das wird immer so sein, wir sind sehr plural und auch beim Essen. Und trotzdem bewegt sich es. Ja. Das darf man, man muss schon auch immer wieder beim Essen, wir meinen manchmal, es ist so wahnsinnig schnell. Es hat ein Tempo gewonnen, der Wandel, aber manche Themen sind wirklich so Phänomene der langen Dauer. Also, dass wir haben Peak Meat erreicht und es nimmt langsam ab, aber das bewegt sich langsam, aber es bewegt sich doch trotz der Alterung der Gesellschaft. Also das sind schon spannende Zeiten, in der wir leben. Geflügelfleisch boomt in der Schweiz, sorry to say. Überall? Ist überall durch die Decke gegangen, kann man fast schon sagen. Also ist jetzt auch nicht unbedingt das Tier, das man dann am besten hält, oder? Also wissen wir auch. Naja, also die Eier haben die bessere Karriere hingelegt. Ja. Die Hühner folgen. Natürlich ist uns allen bewusst, dass wir nur den kleinen Teil oder einen kleinen Teil, es gäbe viel, viel mehr noch zu sagen, zum Food Report 2022. Darum kann ich nur allen empfehlen, das Nachschlagewerk mit Sammelcharakter zu bestellen. Idealerweise geht das beim Zukunftsinstitut.de, also auf der Homepage. Aber man könnte auch, glaube ich, haben wir abgemacht, Visitenkarte hier lassen. Dann würden wir das organisieren für Sie, würden es zustellen. Würden auf jeden Fall eine Lösung finden. Genau, und danke. Stichwort, genau, die Map. Die Map wird nachgereicht. Mhm. Wir haben nämlich gedacht, es wäre so ein schönes Takeaway heute gewesen, dass wir die Foodtrend-Map groß gefaltet Ihnen zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich ist sie schon in der Schweiz oder an der Grenze. Irgendwo liegt sie, aber leider nicht in Ihrer Hand. Das würden wir Ihnen gerne nachreichen, wenn Sie uns eine Chance geben, dass wir es Ihnen zukommen lassen können. Tut mir leid, das ist irgendwo liegen geblieben. Vielen, vielen Dank, Hanni, dass du zu uns nach Zürich gereist bist. Dass gerne, du, André. Das ist für mich auch jetzt einfach, wie schon zu Anfang gesagt, unglaublich wertvoll und schön, dass wir uns so treffen konnten. Du hast damit eigentlich offiziell unsere Plattform From Soil to Soul eröffnet, warst der erste Gast. Wir sind überglücklich und natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn wir uns alle im September dann auch wieder sehen würden, am Symposium vom 16. bis 18. September, genau hier eigentlich in diesem Großraum, also in Seal City, draußen rundherum, überall. Es wird ein sehr, sehr schönes, umfassendes Programm geboten werden. Sicher auch ein Highlight während der ganzen Food Zürich-Zeit, die dann auch stattfinden wird. Natürlich hätten wir jetzt, und das noch zum Abschluss, ein Aperitif serviert. Wir wären zusammengestanden. Wir wären fast zu nahe vielleicht zusammengestanden. Wir hätten uns aber auf jeden Fall noch ausgetauscht. Wir hätten Hanni gelöchert noch weiter. Ich weiß es, aber eben, das geht leider nicht. Wir sind schon froh, dass wir es so machen konnten, wie wir es machen konnten. Vielen, vielen Dank im Namen vom ganzen Soil-to-Soul-Team fürs Kommen, fürs Mitmachen, fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön.